Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute prüfen wir gemeinsam ein Fahrzeug. Der Kunde möchte das Auto gerne kaufen und wir werden das Fahrzeug gemeinsam in diesem Video komplett durchprüfen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen in Hamburg, bieten wir auch diese Prüfung, die wir gleich gemeinsam machen werden, aus der Ferne an. Dabei schicken wir euch so ein Kabel. Ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows. Der Aufbau, den sieht man hier. Und dann können wir genauso wie hier das Fahrzeug aus der Ferne prüfen. Das heißt, wir werden die einzelnen Komponenten des Motors prüfen. Wir werden zum Beispiel auch das Automatikgetriebe prüfen. Wenn ihr ein Allradfahrzeug habt, dann werden wir natürlich auch das Verteilergerät. Während der Prüfung bekommt ihr parallel immer Bilder zugeschickt von den einzelnen Sachen, was wir dort prüfen und immer mit der Sprachnachricht, was das an sich bedeutet. Das Problem ist, dass viele Fahrzeuge zwar eine Garantie haben, aber viele Komponenten werden von der Garantie nicht übernommen. Daher macht es immer Sinn, wenn man so ein Fahrzeug vorhat zu behalten oder vorhat so ein Fahrzeug zu kaufen, dass man die einzelnen Sachen testet und sieht, wie ist der Zustand. Dann hat man auch eine Verhandlungsgrundlage bei dem Verkäufer. Hier sieht man zum Beispiel einen BMW 1er 125D aus 2016. Dieses Fahrzeug hat einen Softwarestand aus 2022. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, die Software ist 2 Jahre alt. Würde ich auch jedem von euch empfehlen, dass man dafür sorgt, dass eure Software nicht älter als 3 Jahre ist. Denn die einzelnen Komponenten des Motors verändern sich natürlich über die Jahre. Das heißt, und eine neue Software hat den großen Vorteil, dass wir eine Früherkennung von Fehlern haben. Wir haben auch eine effektive Regeneration von Partikelfilter oder mit Katalysator. Deswegen macht es halt Sinn, das Fahrzeug immer relativ aktuell zu halten. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, aus der Ferne euer Fahrzeug auf den neuesten Softwarestand zu bringen. Das einzige Steuergerät, wo ein Software-Update Sinn macht, ist der Motor. Denn dort haben wir den größten Vorteil. Wir werden jetzt Stück für Stück das Fahrzeug durchprüfen, denn es macht ja nicht Sinn, einfach nur die Fehler auszulesen, sondern Komponente für Komponente wird jetzt durchgetestet. Wir fangen erstmal bei den Injektoren an. Wir haben bei dem Fahrzeug 4 Injektoren, das ist ein Vierzylinder und jeder Injektor kostet um die 600 Euro. Das ist natürlich sehr viel Geld, plus Einbau, plus Kodierung. Und man kann leider nicht einen Injektor alleine tauschen, sondern es werden immer alle insgesamt getauscht. Weil es gibt viele verschiedene Versionen von den Injektoren und die Version zu finden, die man hat. Und einen einzelnen zu tauschen, ist sehr komplex und sehr schwierig. Deswegen können wir und wollen wir auch dafür sorgen, dass die Injektoren möglichst lange halten. Und man kann viel tun, damit die nicht kaputt gehen. Hier sieht man zum Beispiel die Werte der Injektoren bei diesem Fahrzeug. Wir haben eine Laufleistung von knapp 120.000 Kilometern und wir sehen zum Beispiel, der schlechteste Wert ist bei 0,4. Das ist sehr, sehr gut. Ein defekter Injektor hat zum Beispiel einen Wert von über 4. Das heißt, in dem Fall sind sie, kann man sagen, fast wie neu. Als nächstes werden wir uns einmal anschauen, in welchem Zustand ist die Versorgung des Motors. Warum ist das relevant? Weil dem Motor werden permanent Abgase zugeführt. Diese Abgase sorgen dafür, dass die Fahrzeuge bestimmte Emissionen erreichen. Durch diese Abgase, die dem Motor zugeführt werden, haben wir das Problem, dass das Volumen des Motors abnimmt. Das heißt, wenn das Volumen erstmal so groß war, nimmt es nach zum Beispiel 9 Jahren, wird es immer weniger. Deswegen sagt auch BMW, dass man bei dem Fahrzeug irgendwann die Ansaugbrücke tauschen muss. Beziehungsweise irgendwann muss man eine Valgusschallreinigung der Ansaugkanäle machen. Wir prüfen als erstes hier die 3 Klappen des Motors. Hier sieht man zum Beispiel eine Ansaugbrücke, damit man sich vorstellt, was prüfen wir gerade. Das sind die 3 Klappen und die 3 Klappen bewegen sich permanent. Und wir werden gucken, ob die klemmen. Wenn sie klemmen, ist das natürlich nicht so optimal, denn eine funktionierende 3-Klappe ist wichtig für bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel Regeneration von Partikelfiltern. So, wir gucken uns das hier an. Wir haben hier 2 Linien. Wir haben einmal eine rote Linie und einmal eine blaue Linie. In diesem Fahrzeug sieht man die Klemme nicht. Die sind wirklich in einem perfekten Zustand. Das heißt, wurden wahrscheinlich vor kurzem gereinigt oder die Ansaugbrücke wurde getauscht. Bei vielen Fahrzeugen wurde die Ansaugbrücke kostenlos getauscht im Zuge der Rückrufaktion mit dem ADR-Kühler, weil der oft die Ansaugbrücke kaputt gemacht hat. Als nächstes prüfen wir die Versorgung der Ansaugkanäle. Denn der Dreck, der hört natürlich nicht bei den 3 Klappen auf, sondern der geht ja auch weiter, wo die Ansaugkanäle sind, wo die Ventile des Motors sind. Deswegen prüfen wir die und schauen, in welchem Zustand sind die. Dabei wird der Motor jetzt auf eine Drehzahl erhöht. Das würde bei euch zu Hause auch passieren. Man hört das jetzt.
werden drei verschiedene Drehzahlstufen angefahren und so können wir dann schauen, wie viel Volumen ist in dem Motor noch übrig. Denn wenn wir weniger Volumen haben, der Motor versteht nicht, dass wir weniger Volumen haben und spritzt genauso viel Kraftstoff ein wie früher. Dadurch läuft das Auto zu fett und wir haben dann einen Teufelskreis. Dadurch haben wir dann das Problem, dass der Partikelfilter sich zusetzt. Und das ist das, was man leider oft sieht. Könnt ihr selber euch angucken. Hier haben wir Werte von 30 bis minus 30. Aber der Wert bei der höchsten Drehzahlstufe ist bei 34. Das heißt, oder minus 34. Das heißt, der Motor ist sehr versottet. Wir haben ein Fahrzeug, was 9 Jahre alt ist und eine Laufleistung von 100.000 hat. Und der Motor ist halt sehr, sehr voll. Das ist kein Einzelfall. Das passiert leider sehr häufig. Was heißt das für uns? Das bedeutet, die berechnete Luftmasse, die das Auto normalerweise haben sollte, und die Luftmasse, die das Fahrzeug zum Beispiel hat, sind unterschiedlich. Die sind nicht identisch. Und das versteht das Ganze nicht. Deswegen läuft das Auto nicht im Optimum. Der richtige Vorgehensweise wäre in dem Zuge, die Ansaugkanäle mit einem Walnussgranulat zu reinigen. Was man auch machen könnte, oder was einige machen, ist die Ursache des Ganzen, die Abgasdruckführung zu deaktivieren. Viele denken, wenn man die Abgasdruckführung einfach deaktiviert, dann reinigt sie das Ganze. Es ist richtig, dass wenn man die Abgasdruckführung vernünftig deaktivieren würde und das fehlende Abgasvolumen mit Frischluft kompensiert, dann würde sich das Ganze reinigen. Das Problem ist, dass oft die AGR einfach von einem Tuner deaktiviert wird, so dass das Frischluft-Abgasgemisch nicht kompensiert wird. Und dadurch haben wir oft einen negativen Effekt. Wir werden jetzt einmal das Ganze weiterprüfen. Wir haben bei dem Fahrzeug eine sehr wichtige Komponente, und zwar die Bypassklappe von dem AGR-Kühler. Bei vielen Fahrzeugen wurde der AGR-Kühler schon getauscht. Das heißt, der wurde gewechselt, kostenlos, weil die Kühlrippen von dem AGR-Kühler, die brechen, die gehen kaputt und dann tritt Kühlflüssigkeit aus und trifft natürlich auf Abgase. Und dann passiert, dass zum Beispiel die Ansaugbrücke anfängt kaputt zu gehen. Das war wahrscheinlich auch hier der Fall, weil die Ansaugbrücke ist sehr neu, aber wir sehen, wir haben trotzdem eine Versottung. Das heißt, keiner hat sich die Mühe gemacht, das zu reinigen. Wenn man normalerweise das tut, dass man die Ansaugbrücke austauscht, dann reinigt man in dem Zuge auch die Ansaugkanäle. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen sieht alles danach aus, als die Ansaugbrücke getauscht wurde. Die Bypassklappe AGR-Kühler ist eine sehr wichtige Funktion. Das heißt, BMW tauscht zum Beispiel die AGR-Kühler. Und die Bypassklappe von dem AGR-Kühler ist ein Teil des Ganzen. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen, dann ist es vielleicht einfacher und verständlicher. Hier sieht man zum Beispiel die Bypassklappe von dem AGR-Kühler. Das ist der AGR-Kühler, der wird oft getauscht. So, und hier ist die Bypassklappe. Die muss sich bewegen. Das Problem ist, dass die wird über einen Unterdruckschlauch angesteuert. Wenn dieser Unterdruckschlauch zum Beispiel porös ist oder das dazugehörige Ventil nicht richtig arbeitet, dann funktioniert das Ganze nicht. BMW macht sich aber nicht die Mühe, das zu prüfen, weil das ist nicht deine Aufgabe. Die tauschen die AGR-Kühler und das war's, weil sie das müssen. Wenn aber diese Funktion nicht richtig arbeitet, haben wir das Problem, dass der Motor erstickt. Das heißt, diese Klappe hat die Funktion, solange der Motor noch kalt ist, werden dem Motor Abgase hinzugefügt, bis er warm ist, bis wir eine Kühlmitteltemperatur von 50 Grad haben. Sobald wir die erreicht haben, dann schließt diese Klappe und dann regelt die Abgasrückführung die Abgaszufuhr des Motors. Und oft passiert, dass die Klappe aufbleibt, weil die klemmt, und wir haben zusätzlich noch die Abgase über die AGR-Rückführung. Das heißt, wir haben doppelte Menge an Abgasen, was wir eigentlich nicht haben wollen. Und das ist wichtig zu prüfen, weil wenn das der Fall ist, dass die Klappe nicht richtig arbeitet, haben wir auch leider das Problem, dass der Partikelfilter nicht richtig gemessen wird. Das heißt, die Beladung vom Partikelfilter wird nicht gemessen und der Partikelfilter reinigt nicht. Deswegen prüfen wir jetzt diese AGR-Klappe, ob die vernünftig funktioniert. In diesem Fall funktioniert die perfekt. Wir sollten eine Temperaturdifferenz von 15 Grad haben. Im ersten Teil sollten wir mindestens 20 Grad haben wir der Fall. Und im zweiten Teil mindestens 15 mehr als im ersten. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und ideal. Als nächstes gucken wir uns einmal die Werte von dem Partikelfilter an. Denn der Partikelfilter ist natürlich eine sehr wichtige Komponente. Und der hat natürlich eine
einen Sensor, der das Ganze misst. Nur wenn so ein Fahrzeug 9 Jahre alt ist, dann ist der Sensor halt meistens auch 9 Jahre alt. Und der Sensor funktioniert über einen Abgasgegner. Das heißt, wir messen, wie groß ist das Hindernis der Partikelfilter, wie groß ist sozusagen das Hindernis des Partikelfilters. Der Sensor kann natürlich kaputt gehen und dann versteht das Fahrzeug nicht, dass der Partikelfilter sich natürlich trotzdem zusetzt und denkt, er ist in einem neuwertigen Zustand. Deswegen prüfen wir ihn gleich über den Abgasgegendruck, welche Werte werden dem Motor angezeigt. Hier sieht man zum Beispiel, der maximale Wert ist 35. Wir haben hier einen Wert von 18. Das heißt, das ist legitim. Wir prüfen jetzt einmal die Werte auch gleich bei 2000 Umdrehungen, dann fährt das Fahrzeug einmal die Drehzahl hoch, dass wir einmal schauen, wie sind die Werte bei 2000 Umdrehungen, denn wir fahren ja nicht meistens im Leerlauf. Und dann gucken wir, wie sieht das hier aus. Hier sieht man zum Beispiel, der maximale Wert ist 75. Hier haben wir einen Wert von 55, das ist schon ziemlich hoch. Es kann sein, dass bei so hohen Werten der Partikelfilter es nicht mehr schafft, sich selber zu regenerieren. Das heißt, in diesem Fall muss man was machen, man muss aktiv werden, man muss versuchen, auf die Autobahn zu fahren, man muss dafür sorgen, dass der Partikelfilter regeneriert. Denn wenn er den Wert von 75 überschreitet, dann kann er von sich aus nichts mehr reinigen. Dann ist es zu spät. Aber das Interessante ist, wir haben das Auto ausgelesen, wir haben ja keine Fehlermeldung. Wir haben auch keine Anzeige im Motor, dass er uns anzeigt, der Partikelfilter wurde lange nicht mehr regeneriert zum Beispiel. Das haben wir alles nicht. Und das Interessante und Gemeine ist, dass der Partikelfilter ist kein Teil der Garantie. Das heißt, wenn ihr sogar ein Fahrzeug auf Garantie habt, dann ist das keine Komponente, die die Garantie sozusagen übernimmt. Jetzt erhöht der Motor die Drehzahl und wir gucken, wie ist der Wert, sagen wir, bei Volllast. Hier ist zum Beispiel bei Volllast der maximale Wert 200, wir haben einen Wert zum Beispiel von 130. Das macht das Auto auch zum Beispiel bei euch zu Hause. Das heißt, die einzelnen Prüfungen funktionieren 1:1 genauso. Das Interessante bei dem Abgasgegendruck ist natürlich zu gucken, weil dieser Wert ist sehr fehleranfällig. Das heißt, wir müssen auch schauen, wann hat der Partikelfilter das letzte Mal regeneriert und wie hoch ist die Rußmasse des Ganzen. Weil diese Werte können uns uns dazu sagen, wie voll ist der Partikelfilter tatsächlich. Denn oft ist das so, dass der Partikelfilter einen zu guten Wert angezeigt bekommt und in Wahrheit ist der Wert schlimmer. So, wir gucken uns das gemeinsam einmal an. Rußmasse hier. Also, hier seht ihr zum Beispiel, die Rußmasse ist bei 22. Das passt zu der hohen Beladung, die wir haben. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel bei einem Fahrzeug, wäre der Partikelfilter jetzt bei einer Beladung von ungefähr 30%, dann wäre die Rußmasse auch ca. bei 10 Gramm, dass man einfach so eine Vorstellung hat. Als letztes gucken wir uns jetzt einmal den Partikelfilter an. Nicht den Partikelfilter, sondern wir gucken uns das Automatikgetriebe an. Den Partikelfilter haben wir uns eben angeguckt. So, bei dem Automatikgetriebe haben wir das große Glück bei BMW, dass wir uns anhand der Adaptionswerte können wir sehen, in welchem Zustand ist das Automatikgetriebe. Wir können, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne bei den Videos zu dem Automatikgetriebe euch das detaillierter erklären lassen, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich gehe einmal kurz auf die Adaptionswerte ein. Wir haben bei den Adaptionswerten haben wir einmal Kupplungsverdrücke und Schnellverzeiger. Bei einem neuen Getriebe muss das Getriebe nicht korrigieren. Das heißt, die Werte sind bei 0. Sowohl die Schnellverzeiger sind bei 0, als auch die Kupplungsverdrücke sind bei 0. Denn wir haben keinen Druckverlust. Die Schnellverzeiten sagen uns, wie lange braucht das Getriebe, bis es den notwendigen Druck aufgebaut hat und die Lamellen schließen. Das heißt, die Kupplung schließt. Das heißt, je näher die Werte bei der Null sind, desto besser ist das natürlich fürs Getriebe. Dann geht es dem Getriebe halt besser. Bei den Schnellverzeiten ist das so, wie viel mehr Druck muss ein Getriebe ausüben, um den Gang zu schalten. Das heißt natürlich, je höher die Schnellverzeiten sind, je höher die Kupplungsverdrücke sind, desto schlechter ist es. Generell kann man sagen, wenn ein Getriebe zum Beispiel Schnellverzeiten hat, zwischen minus 10 bis plus 10, dann reicht bei so einem Getriebe ein Ölwechsel oder eine Getriebespülung aus. Oder bei den Kupplungsverdrücken zwischen minus 100 bis plus 100. In diesem Fall sehen wir, wir haben leider einen massiven Druckverlust in diesem Getriebe. Das heißt, wir haben erhöhte Schnellverzeiten und wir haben erhöhte Kupplungsverdrücke. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Getriebe mehr verschleißt, als es normalerweise vom Hersteller vorhergesehen hat. Das heißt, die Kupplungen verschleißen schneller. Das heißt, es geht schneller kaputt.
Das Schlimme ist nicht nur, dass die Werte so hoch sind. Das Schlimme ist, wir wissen nicht, wie lange der Kunde mit diesem Fahrzeug durch die Gegend fährt. Wie lange sind diese Werte schon so? Je länger die Werte so sind, desto mehr verschleißert das Getriebe natürlich. Ne? Deswegen muss man in diesem Fall mehr machen als eine Spülung oder einen Ölwechsel. Man muss den Druckverlust suchen und beseitigen. Und das bei knapp 110.000 Kilometern und nach 9 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Ne? Denn wenn das Ganze schon lange der Fall ist, dann kann das Getriebe auch kurz vorm Defekt sein. Das muss man verstehen. Beim Allradgetriebe ist das ähnlich. Bei dem Allradgetriebe kann man auch anhand des Kalibrierwerte sehen, in welchem Zustand ist sozusagen das Verteilergetriebe. Dass man sich kein Auto kauft, wo man nur am Reparieren ist. Ne? Da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ihr an sowas Interesse habt, schreibt uns gerne eine Mail, ruft uns einfach an, schreibt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, das ist kostenlos und dann verpasst ihr auch nicht die neuen Videos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.